Oder erstickt. War doch nichts. Hältst dich wohl für schlau? Wart nur. Du bist nur bewusstlos. Wo versteckst du dich? Als nächstes dran? Falsch. Los, ich habe keine Zeit für Spielchen. Die Straße ist auf Befehl der Wache gesperrt. Gesperrt? Und was soll ich jetzt machen? Nicht mein Problem, Bürgerin. Sie sollten besser nach Hause gehen. Ich muss hier durch zu meinem Laden. Der Monat ist sonst ruiniert. Hören mir eh nicht zu. Glauben Sie mir, Sie wollen nicht auf den Straßen sein. Weitergehen. Eine Leiche? Hier? Moment! Hilf mir doch jemand! Hilfe! Ich will nicht sterben! Also mal sehen. Was war's? Ja. Was? Verflucht!
Sah aus wie... Keine Ahnung. Aber da war was. Ich frag mich, was das war. Ich bin mir fast sicher, dass hier was war. Nächstes Mal. Seltsame Zeiten, harte Zeiten. Moment, ich sehe mich da drüben um. Passt bloß auf, klar, Jungs? Nichts. Verflucht. Alles absuchen. Friseur werden sollen. Hä? Jeder muss sterben, klar. Müssen wir das nicht zweimal sagen? Ich dachte daran, einen Picknick. Nein, lieber nicht. Irgendwann kracht es. Zuerst die Walölknappheit, dann die Morde. Was kommt heute Nacht wohl auf uns zu? Jeden Tag wird es hier schlimmer. Selbst für die Oberschicht. Elaine hat vorhin irgendwelche Wachenkämpfen gehört. Höchst ungut. Sicher.
doch zur Magistratin. Vielleicht weiß, ich zahle Steuern und Gebühren. Gerne auch Schmiergelder, wenn das die Straßen frei macht. Spielen später Würfel. Auch Lust? Vorsicht mit dem Schwert. Die Garde mag das nicht. Kommst du heute Abend mit? Klar! Ich hole morgen Zigarren. Willst du eine kaufen? Klar, bin dabei. Sollen wir Ihren Neffen für das Sanierungskomitee nominieren? Es war hart, in Dunwall Geschäfte zu machen, aber das wird sich jetzt ändern. Die Stadtwache hat mit diesem irren Kronenmeuchler und so... Verfluchte Hutmacherbande. Und mit dem Streit der Kaiserlichen wird sicher nicht einfacher für sie. Das glaube ich auch. Wir brauchen ein Netz von Läden für Schmuggelware, genau wie unten in Cirkonos. Die scheffeln gutes Geld in Calaron Karnaca, selbst nachdem sie die Garde zum Wegschauen geschmiert haben. Also ziehen wir einen Schwarzmarkt auf, verkaufen weiter, was wir kriegen und holen uns Schutzgeld von den Händlern. Ganz genau. Und dann kassieren wir. Ich sag dir, der Wind scheint endlich mal gut für uns zu stehen. Thank you.
Hose ohne Beine. Das bin ich. Nichts. Schlimmer als nichts. Ist da jemand? Ich reiß mich in Stücke! In Dunwall geht also gerade alle... Lady, Sie sollten mir wirklich zuhören. Lady Emily, Sie werden nicht weit kommen. Ihr Gesicht ist auf allen Münzen. Es ist ein Staatsstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Es ist mir egal, wie ich aussehe. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund. Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und eine Warnung. Ich kenne Anton, aber Corvo ist weg. Der Herzog von Zerkonos ist hier und eine gewisse Delilah. Sie haben alle im Thronsaal getötet. Dann hat sie etwas Seltsames gemacht. Ich konnte nur noch fliehen. Manchmal spielt das Leben so. Das ist mein Schiff, die Dreadful Whale. Los geht's, sobald Sie bereit sind. Ich muss nach Karnaca, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Sie sind Corvos Tochter. Das sehe ich. Fahren wir? Bald. Jetzt noch nicht. Wir sollten fliehen, solange wir können. In all dem Aufruhr. Sokolov spricht sehr vertraut und nur Gutes von Ihnen und Ihrem Vater.
Sind Sie fertig? Ich brauche mehr Zeit. Die Dreadful Whale ist langsam. Wir werden mehrere Wochen bis nach Kanaka brauchen, selbst über den Kanal. Die Stadt ist doch verflucht.
Sind Sie fertig? Dann auf nach Kanaka. Noch auf Megans Schiff?